Willkommen zu Ausgabe 3 des Lumülen-Talks. Heute stehen wir hier vor dem Longinwasser und zwar mit Luis Romaike und natürlich wieder Julia Krajewski. Wir werden heute ein kleines Roundup des zweiten Dressurtages machen. Julia, erzähl doch mal, was du so für Eindrücke gesammelt hast. Ja, super stark natürlich das deutsche Team. Erster, zweiter, vierter und dann, glaube ich, kaum einer, der deutlich unter seinen Leistungen geblieben ist. Ich glaube, Felix war nicht ganz so glücklich am Ende, aber ja, super stark. Was haben wir, 65 Punkte? Müssen wir auch erstmal haben nach Dressurtag 2. Ja, Michi vorneweg, Ingrid knapp dahinter. Kai, glaube ich, für mich immer noch eins der Highlights, dass das so rund lief. Und dann hat keiner so richtig geschafft, da vorne reinzureiten. Oliver Taunen, glaube ich, hat sich ein bisschen mehr versprochen, hatte ein, zwei Haker drin. So, dann reicht es halt nicht mehr ganz. Die Richter sind grundsätzlich eigentlich ihrer Linie treu geblieben, Fehler auch streng zu ahnden. Wie es immer so ist, so die 10, die kommt lockerer aus der Tasche am zweiten Tag. Das ist meistens am Anfang schwierig. Aber weiß nicht, die Richter, die irgendwann, wenn sie dann ein paar Mal gute Pferde gesehen haben, da will man sie auch mal geben. Ist ja halt dann auch okay. Und ich glaube, was besonders für die Iren gut war heute, ist, dass der Cathal Daniels mit seiner Regan Rua, ich weiß nicht, ob man es genau richtig ausgeschworen hat, unter 30 geblieben ist. Weil ganz interessant, das Pferd hat er schon immer, ist er schon Junioren mitgeritten. Junioren, junge Reiter, Senioren-Championate, Badminton, alles Mögliche. Und das kann wirklich so oder so gehen, also völlig eskalieren. Er hatte schon mal nach alten Punkten 80 Punkte in Badminton irgendwann. Und das finde ich super cool zu sehen, dass so ein Pferd dann auch mit dem Alter es doch noch schafft, so eine Atmosphäre ja, zu akzeptieren und sich da zu entspannen und so eine Dressur abzuliefern. Also das war für mich was Besonderes heute. Haben wir erwartet, dass Ingrid vorne ist eigentlich? Das ist ja immer so oder so, ne? Am Ende geht es um 1-2%. Ich fand die Dressur echt gut. Ich fand, Bobby ging locker, konzentriert, ging echt guten Schritt. Aber gut, vielleicht war es nicht eindrucksvoll genug, ich weiß es nicht. Am Ende liegt es auch immer ja ein kleines bisschen daran, was mag der entsprechende Richter besonders gerne. Und gibt er dann zweimal mehr eine 7,5 oder gibt er eine 8,5 und das macht dann schon bald den Unterschied. Ne? Haben wir auch über Atmosphäre gesprochen, mit der hattest du ja heute ein bisschen zu kämpfen. Ja, ich hatte da Glück, ich habe nach Michi geritten, der ja in Führung liegt, mit seinen tollen 20 Punkte. Und das wurde auch gut gefeiert, was ja auch toll ist. Das fand meine Stute Waikiki allerdings auch spannend. Ja, ist so. Ich finde es immer so schade, weil die ist ja draußen und wenn man die so gehen sieht, dann denkt man immer, boah, was für ein Pferd, die hat Gänge, die kann alles. Und dann da drin fehlt dir oft so der letzte Funken Nerven, ne? Ja, heute war es auch ein bisschen extrem. Also die haben echt, da war lange, das war lange laut drin. Auch als ich meine Aufgabe angefangen hatte, haben die das noch weiter gefeiert. Also sie kamen trotzdem zu mir zurück und dann konnten wir wieder ein paar schöne Punkte auch rausholen. So, aber die Fehler sind natürlich sehr teuer. Und gerade wenn es auch so anfängt, dann ist ja das erste Eindruck auch so ein bisschen. Aber die Richter haben sehr gut gerichtet, also die haben die Fehler gerichtet. Bestraft. Ja, bestraft, genau. Sollen die ja auch. Und die guten Punkte haben die dann auch gute Noten gegeben. Gut, jetzt alle Kraft nach vorne aufs Gelände, würde ich sagen. Ich habe schon ganz viel übers Gelände gehört von den Reitern, von Trainern und so weiter. Viele sagen, es ist schwer, es gibt viele technische Sachen, es ist viele ja, auf schmale Sprünge und so weiter. Was hast du für einen Eindruck? Ja, also ich finde es auch schwer. Das ist ja ein Meisterschaftskurs und die Wassersprünge sind natürlich schwer. Das erste kommt auch sehr früh. Dann ist das auch, das geht bis zum Schluss, muss man einfach konzentriert bleiben und Pferd auf dem Spur haben und ja, das wird ein spannender Tag morgen. Ich habe ja so das Gefühl, mit diesen letzten beiden schrägen Hecken, dass da bestimmt noch mal viel passieren wird. Was meinst du, Julia?
Ja, da kommt es natürlich total darauf an, wie fit ist mein Pferd und wie konzentriert sind beide noch, auch vom Kopf her. Wenn mein Pferd fit ist und ich konzentriert bin, ist es ja, wie wir so schön sagen, Standardaufgabe. Haben wir alle schon 100-mal gemacht. Wenn die müde werden oder ich die nicht mehr ganz so schnell auf die Füße bringen kann, nicht ganz balanciert mehr sind, dann sind die Dinge auch reell hoch. Ne? Also da rutscht man nicht so rüber, sondern die müssen richtig anspringen. Auf einen Galoppsprung kann man auch nicht ganz viel machen. Also entweder man kommt gut rein oder nicht. Man hat allerdings zwei Nummern. Also man kann natürlich im Zweifelsfall zirkeln. Will natürlich keiner, ne? Kostet Zeit. Und ich hätte jetzt eine Frage an Luis, weil das interessiert mich ja brennend, wie das bei anderen Leuten so läuft. Wie sieht dein Tag morgen aus? Was machst du vorm Gelände? Guckst du dir die anderen an oder nicht? Reitest du vorher oder nicht? Gehst du grasen? Schläfst du lange, kurz, Kaffee? Also morgen fängt es ja recht spät an. Von daher ist es ein bisschen entspannter. Ich möchte einmal Gelände vorher abgehen, wann das noch nicht so viel los ist. Und dann haben wir auch so ein bisschen Teamorder, weil wir natürlich mit einer von den Mannschaften sind, die für Olympiade qualifizieren wollen. Genau, genau. Und dass wir dann auch unsere ersten Reiter unterstützen, indem dass wir auspositioniert sind an die unterschiedlichen Sprünge. Das seid ihr auch als Reiter selber? Wir auch als Reiter selber. Und dass wir da berichten, wie es läuft, dass die das beim ersten Teamreiter auch gleich haben, weil der ja recht früh dran ist. Ja. Und reizt sie vorher einmal? Nee. Nee, mache ich nicht. Das ist bei ihr, die ist ja so ein bisschen frisch und ein bisschen wach. Genau, wach, kann man es gut sagen. Und dann ist das einfach bei ihr schöner, wann sie auch ruhig bleiben darf. Sie merkt noch nicht das Gelände. So ein bisschen. Wann sie darauf kommt, wird sie auch tun, aber dann wird es eher mehr, bis und sie durch ist. Und bist du doll nervös vorher? Oh, ich bin eigentlich immer aufgeregt, aber es geht, dass ich bilde mir ein, dass das mich auch ein bisschen besser macht, dass ich dann ein bisschen angriffsbereit bin und heiß, ja. Wie aufgeregt ist Waikiki dann im Stall? Ich hatte mal von irgendwem gehört, da kann man kaum die Stollen reindrehen, weil die schon so echt richtig wissen halt, dass es Geländetag ist, ne? Alle im Stall sind so ein bisschen wuselig und... Also das, finde ich, geht eigentlich. Die ist ja auch inzwischen 13, also es war vielleicht auch mal anders. Aber manche werden schlimmer beim Alter. Ja. Je älter die werden, desto mehr wissen sie, was los ist. Ja, ist das so. Ja. Also ich finde, es wird doch bei ihr ein bisschen besser. Die weiß doch, wann es losgeht und wann nicht und wann sie fertig gemacht wird. Dann steht sie eigentlich immer ganz brav, sie steht immer mit der Oberlippe so und... und zieht so an irgendwas ganz langsam, dann weiß man, sie ist aufgeregt. Aber eigentlich, sie buckelt nicht rum oder so. Also. Krass. Bei Sam steht, wenn Samstagmorgen ist, der steht mit gespitzten Ohren in der Box und wartet darauf, dass es losgeht. Der hat aber auch so eine Oberlippe, Dann, oder hin und her, weißt du, okay, alles klar, ja. Da ist was im Busch. Ja. Und das passiert, wenn der Donnerstag Dressur geht, dann macht er das Freitag nicht. Ne? Mhm. Der weiß, wann Samstag ist. Ach, krass. Schon krass. Wie lange reitet man jetzt ab? Also ganz normal oder geht man ganz lange Schritt und dann, wie machst du das? Oh, das machen ja alle ganz unterschiedlich. Also Waikiki wird morgen einmal geführt werden und ein bisschen gegrast und so, dass sie einmal schon draußen war und ein bisschen Bewegung hat. Und dann werde ich mich, glaube ich, 45 Minuten vorher drauf sitzen. So. Aber das machen alle unterschiedlich. Viele reiten einmal vorher. Meine Fuchsstute hätte ich wahrscheinlich auch einmal vorher geritten, die ein bisschen anders ist. Das kommt, glaube ich, auch ein bisschen auf dem Pferd drauf an. Es wird aber so sein, dass morgen das Leaderboard, glaube ich, ganz anders aussieht. Oder was meint ihr? Ja, ganz anders. Wir hoffen ja, dass so die üblichen Verdächtigen das auch so alles hinkriegen. Ich glaube, da wird sich aber schon einiges tun. Die Zeit wird sicherlich eine Rolle spielen. Ich habe mich ja gestern mal aus dem Fenster gelehnt und so gesagt, 10 bis 12. Vielleicht sind es auch ein paar mehr. 10 bis 12 in der Zeit. In der Zeit, ja. Das ist nämlich der Teil, den ich gestern nicht verstanden habe, genau, was du meintest. 10 bis 12 Reiter, 0 und in der Zeit. Ja. Okay. Von 74 ist ja, sind also es wenig. Mehr sind's, weiß man immer nicht. Weil der ein oder andere kriegt vielleicht noch eine Order. Ja. Oder ist ja dann oft, wenn der erste Teamreiter nicht so ganz gut war, dann muss der letzte halt dann doch nochmal irgendwo ein bisschen längeren Weg reiten.
Und die langen Wegen hier sind ja auch sehr lang. Also das ist ja, genau. Wenn man die lange Wege reitet, dann das nimmt schon echt viel Zeit. Das hat er ja gut gebaut. Genau, dass man dann halt auch, also den langen Weg reitet man, glaube ich, nicht unbedingt, wenn man plant, null und schnell zu sein erstmal. Mhm. Was dann wahrscheinlich dazu führt, dass doch der ein oder andere mehr halt erstmal Vorbeiläufer produziert. Mhm. Wo dann gerade auch die Teams, wo es vielleicht auch noch um eine Quali geht, dann eher sagen, aber jetzt reitest du den langen Weg, guck, was du rausholen kannst. Das ist ja sehr, sehr taktisch am Ende, so ein Championat. Man muss ja nicht glauben, dass einfach jeder so losreitet, sondern da kriegt man ja schon sehr genau gesagt, was man wie reiten soll und wie viel man riskieren darf oder auch nicht, weil es am Ende wird ein Strich drunter gemacht und alles zusammengerechnet. Also wenn zwei gut und zwei Katastrophe waren, dann hat das Team da ja gar nichts von. Und da wird das sehr von abhängen auch, glaube ich. Ja. Aber es wird sich wie immer an so einem Geländetag morgen Abend die wildsten Stories geben, was alles wie passiert ist. Und Chris hat immer gesagt, everybody has a story to tell on Saturday evening. Also jeder hat irgendwas erlebt, besonders gut oder nicht so gut oder spektakulär, aufregend. Ich hoffe, wir haben viele coole Geschichten morgen und ich freue mich total, weil es wird sicher super aufregend. Ich weiß, Luis muss gleich weg. Eine kurze Frage habe ich noch. Als wievielter Teamreiter startest du? Dritter. Und also du bist schon ein bisschen abhängig auch davon, dann, was die ersten beiden machen? Ja, bin ich. Und kriegst dann eine Order, okay, du musst null und schnell oder du musst auf jeden Fall null, egal wie, oder so, wie sieht sowas aus? Beeinflussen kann. Genau, also muss und muss. Ja gut, du sollst. Ja, solltest. Sollte gerne. Okay. Ja, nee, das wird schon so gemacht. Also das wird schon sagen. Eher so, dass man gesagt kriegt, okay, es waren zum Beispiel schon 3-0 und in der Zeit, dann kann der Vierte ein bisschen mehr riskieren. So. Okay. Oder es waren, wenn man dritter Starter ist, einer ist ausgeschieden, dann sagen sie vielleicht, reit da den langen Weg, weil das bringt dir ein Stück mehr Sicherheit. Oder hol nicht das Letzte raus oder wie auch immer. So, ne? Bei uns wird es bestimmt auch abhängig sein, von wie die anderen Mannschaften sich wie sagt man, schlagen, die auch diese Olympia-Quali haben wollen. Genau, das wäre noch eine Frage. Olympia-Quali, was müsst ihr jetzt tun, um diese Quali zu kriegen? Wir müssen eine von den zwei besten, also Mannschaften sein, die noch nicht qualifiziert sind. Okay. Ja, also wenn Deutschland, die Briten, Frankreich, die Iren sind auch qualifiziert, glaube ich. Durch Tryon. Polen ist auch qualifiziert. Die haben ja auch sogar keine Mannschaft hier. Genau, und dann, ich glaube, nicht qualifiziert sind Italien, Schweden, Belgien. Niederlande, Schweiz. Spanien. Oh ja. Also von denen, theoretisch würde es reichen, wenn ihr Sechster oder Siebter seid, solange die Richtigen davor sind. Und genau. Okay. Ja, die anderen dahinter. Das und im schlimmsten Fall reicht nicht mal eine Bronzemedaille. So. Also, genau. Es ist höchst taktisch. Ja. Also okay, super spannend. Ja. Wir drücken dir, glaube ich, alle die Daumen. Ganz vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Und bis morgen.